Freunde, ich bin 100% davon überzeugt, dass das Universum mich genau hier, jetzt dahin wollte, wo ich heute bin. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das Ganze irgendwo einen Sinn hat, dass ich über mehrere Jahre zu euch spreche, den Weg beschreite, den ich tue. Und das macht für mich alles sowas von Sinn. Was ich mache, ist etwas unorthodox. Es gibt schnellere Wege, um Geld zu verdienen. Dazu komme ich gleich. Was bei mir wichtig ist, ist, dass ihr über die Dauer, über die letzten Jahre einfach mal vielleicht raushört und spürt, dass ich euch nichts weiteres mitteile als das, was ich selber erlebt habe. Meine Erkenntnisse, die Schritte, die ich gegangen bin, meine Erfolge, meine Misserfolge, damit ihr euer Leben in die Hände nimmt und was richtig Geiles draus macht. Das ist meine Absicht. Meine Absicht ist es, kompetente Männer zu kreieren, euch zu transformieren und in eure Essenz euch eigentlich auch aufzuwecken. Die älteren Semester unter euch, die wissen ganz genau, dass das System, in dem wir sind, stinkt. Es faul ist. Es ist ein System, es wird ihnen was erzählt, vorgelogen und nach diesem Skript leben die meisten, erhoffen sich dann, nachdem sie die guten Noten, guten Schulabschlüsse haben, bei der Arbeit dann das Nötige getan haben, auf die Beförderung, auf die nächste Ebene und sie stellen irgendwann mal wirklich schmerzhaft fest, dass das Leben nicht wirklich das bietet, was man sich vorgestellt hat. Das Potenzial, alles, was das Leben eigentlich hergibt, was wir ja sehen bei anderen, aber nur nichts bei uns, das scheint irgendwie nicht ganz so einfach zu sein. Es ist so harzig, so schwierig. Und das ist nicht, weil das Leben an sich schwer ist. Es wird schwer gemacht durch die Umstände, durch das Umfeld und durch das System, in dem wir uns bewegen. Die Jungen von euch, die können das nicht 100% verstehen. Also die können keine Gewissheit haben, dass das Ganze eine Verarsche ist, weil ihr habt unter Umständen zu wenige Verarschungen miterlebt. Jetzt hatten wir eine vor knapp 2,5 Jahren. Dann habt ihr aber auch im Bauchgefühl zumindest gemerkt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Wenn jetzt plötzlich von heute auf morgen die ganzen Medien immer nur über dasselbe berichten und das aber unterm Strich sich in den Straßen nicht abzeichnet, die Zahlen, die ihr hört und in den Nachrichten sieht, die sind irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, weil im Leben selber habt ihr andere Probleme als das, was euch eigentlich geschildert wird. Was ich schmerzhaft auch festgestellt habe, ist, dass es auf dem Markt grundsätzlich, wenn es um Probleme geht und die Lösung dieser Probleme geht, gibt es unglaublich viele Schwätzer, Betrüger und Scharlatane. Unglaublich viele. Das sind Menschen, die den kurzen Weg suchen, in den Schmerz reintauchen und euch eine Lösung versprechen, die sie nicht halten können, mit der Absicht, ihre eigenen Taschen mit eurem Geld aufzufüllen. Und es funktioniert für eine gewisse Weile, bis die Menschen so nach und nach aufwachen, dann funktioniert das nicht mehr. Ihr mögt euch vielleicht daran erinnern, in der Fitnessszene gab es einige große Namen, die haben ganz viele super interessante Programme rausgehauen, aber danach, als die Taschen gefüllt waren, waren sie weg. Waren sie weg. Plötzlich ist es nicht mehr Fitness, dann ist es eine andere Geschichte. Jetzt geht es um ein anderes Programm etc. Ich will die nicht alle schlecht reden, aber wenn die Ergebnisse, die sie versprochen haben, wenn sie sich nicht so verhalten haben und dass diese Versprechen eingelöst wurden, dann sind das in meinen Augen Betrüger. Menschen, die nicht andere Menschen im Sinne haben, sondern einfach nur sich selber. Das ist etwas Menschliches, ja, ich weiß, der Homo economicus denkt immer zuerst an sich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir jeden Tag mit uns selbst aufwachen und uns selbst im Spiegel ansehen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass da ganz viele Leute entweder sehr stark Mühe damit haben oder wirklich persönliche Probleme, psychologische Probleme mit sich tragen, weil sie das nicht tun. Sie biegen sich die Realität so hin, wie es ihnen gefällt. Und dann ist es so, dass sie wieder gut dastehen und alles, was man in der Vergangenheit gemacht hat, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, wird dann auf eine Art und Weise gerechtfertigt.
Also, ich habe das festgestellt, wenn du dich versuchst, aus diesem, in meinem Fall, aus dem Hamsterrad zu befreien, in jeglicher Hinsicht, ja, du bist zuerst irgendwo im Hamsterrad, weil du deinen Körper nicht im Griff hast. Also, was machst du? Du gehst auf die Leute zu, die den meisten Zulauf haben, weil die Dinge sagen, die du hören möchtest, kaufst das Programm. Unterm Strich ist es aber so, dass es nicht wirklich funktioniert. Wieso hast du es gekauft? Du wurdest geblendet durch die Bilder, durch die Worte, durch den tiefen Preis, wie auch immer. Dann machst du deine Erfahrungen. Entweder ist es so, dass du durch diese Erfahrungen dann wächst und besser wirst und das nächste Mal eine bessere Anlaufstelle findest, oder du resignierst und zeigst mit dem Finger auf alle anderen Menschen und gibst ihnen die Schuld, anstelle davon die Verantwortung zu übernehmen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und heute geht es mehr um Selbstverantwortung als denn je. Denn wir sind in Zeiten, die sind nicht ganz so cool. Ja, die sind nicht ganz so toll. Wir sind in einer Rezession, auch wenn es noch nicht so gedeutet wird. Ihr mögt euch erinnern, Inflation wurde auch nicht gedeutet, als es vor einem halben Jahr angefangen hat. Heute ist es plötzlich so, dass alle davon reden. In 6 Monaten könnt ihr davon ausgehen, dass jeder von einer Rezession redet und niemand kann was dafür und wir armen Opfer sind jetzt einfach da drin und müssen das Ganze ausbaden. Also, das Ganze, diese Verantwortung musst du so früh wie möglich übernehmen und verstehen, welche Pläne im Hintergrund eigentlich geschmiedet werden. Das musst du verstehen. Unterm Strich ist es so, dass hinter allem, was dir heute aufgetischt wird, meistens was anderes steckt. Ja, das geht in die Homophobie, ja, diese Gender-Geschichten, es gibt keine Geschlechter, toxische Männlichkeit, Frauen-Empowerment, Krieg jetzt neu, Krankheiten, Klimaerwärmung, das sind alles irgendwelche Zaubertricks, die euch wieder Zauberer gezeigt werden und irgendwo im Hintergrund passiert der eigentliche Trick, den ihr aber nicht sehen solltet. Im Hintergrund ist es so, dass ein Machtspiel gespielt wird. Es geht nicht um die Sache. Es geht nicht um die Sache. Es geht einzig und alleine um Macht. Einzig und alleine. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Geld. Die Leute, die das Ganze initialisieren, die kreieren das Geld. Ja, die schaffen das Geld, die drucken das Geld. Es geht ihnen nicht um Geld. Es geht um deine Energie und deinen Aufwand, deine Lebensenergie. Es geht um Macht und das ist der eigentliche Plan im Hintergrund. Wir werden aber geblendet mit irgendwelchen Dingen, wo wir uns dann selber in den Haaren liegen und sagen, ja, die Frauen, die Männer und Gender und Klimaerwärmung, solch ein Quatsch. Diese Klimaerwärmung und all diese Geschichten werden jetzt viel mehr gepusht. Sinn und Zweck ist es nicht, den Planeten zu retten. Ja, den Planeten, das ist den Leuten scheißegal. Glaubt es mir. Das sind nicht Menschen, die wahnsinnig tiefe Werte haben. Die kümmern sich eigentlich nur darum, wie sie ihre Vorteilsposition aufrechterhalten können. Die kümmern sich nicht um deine Gesundheit, die kümmern sich nicht um deine finanzielle Freiheit, deine Beziehungen. Sie kümmern sich um sich selbst. Und sie nutzen die Mittel, die vorhanden sind, um jetzt dir Glaubenssätze einzutrichtern, die letztendlich der Agenda dienen. Ansonsten, wenn jetzt die Klimaerwärmung tatsächlich echt wäre, wieso würden alle die Milliardäre auf der Welt, wenn sie irgendwo ein Haus kaufen, kaufen sie es meistens direkt irgendwo am Strand. Dann wären sie ja die Ersten, die überflutet werden. Ja, Klimaerwärmung, der Wasserpegel steigt, dann würden sie als Erstes überflutet werden. Wieso tun sie das? Ich meine, dann müssen sie es ja viel besser wissen und entsprechend auf die Bergspitze sich positionieren. Tun sie aber nicht. Also es sind keine dummen Menschen. Ja? Wir werden dumm gehalten, weil wenn wir in unsere eigene Macht, in unsere Kraft, in unsere Intelligenz kommen und vor allem zusammenhalten, dann verteilt sich diese Macht, dann geht das irgendwo weg. Wir leben heute in einem hierarchischen System. Hierarchisch, es ist ja keine Zweiklassengesellschaft. Ja, es gibt Abstufungen, ja, die es unglaublich schwierig machen, den Level nach oben zu gehen. Ja, es ist sehr, sehr schwer, sich finanziell frei zu machen, ja, bis du die erste Million hast. Das ist verdammt nochmal schwer. Ja, und diese Million zu halten, ist auch nicht unbedingt einfach. Multimillionär, verdammt schwer. Ja, es wird einem schwierig gemacht, eine Beziehung zu finden, die tatsächlich hält. Unglaublich schwer.
Das Spiel musst du kennen, um es letztendlich zu spielen können. Wir sind in einem System, dieses System können wir nicht ändern. Können wir nicht. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer und daran wird sich nichts verändern. Diese Macht, diese Kraft haben wir nicht. Ich komme jetzt kurz mit einem Beispiel. Aber wir können letztendlich, wenn wir es verstehen, dann können wir es spielen. Dann können wir es spielen. Und ich werde dir mit der Zeit zeigen, wie du das Spiel auch gewinnen kannst. Und die heutige Botschaft lautet einfach nur das: Alleine schaffst du es nicht. Du schaffst es nicht. Du kannst den höchsten IQ, den größten Bizeps, auch sogar sehr viel Geld haben, aber alleine schaffst du es nicht. Keiner von uns schafft es, dieses Spiel mitzuspielen, wenn wir einen auf Rambo machen. Ja? So der Einzelkämpfer, Lonely Wolf, wir gegen alle, das funktioniert nicht. Schau, zwei Beispiele aus ziemlich ja, aktueller Vergangenheit. Ich bin dabei, mein Programm aufzubauen. Dazu werde ich nichts sagen, weil wir einen spezifischen Projektplan haben, wo wir die Kommunikation auch eingeteilt haben. Und ich weiß halt, wie ihr tickt. Ich weiß es, ja, die Psychologie. Wenn ich das machen würde, dann ist es so, dass das genau das Gegenteil auswirken würde. Deswegen muss ich die Spannung aufrechterhalten. Aber weil ich die Klappe nicht halten kann, ist es so, dass ich trotzdem heute etwas drüber reden werde, weil ich einfach nur gehypt bin auf das, was kommt. Und ich bin einfach unglaublich zuversichtlich, dass das ein Lebensretter sein wird für ganz, ganz viele. Anyway, ich damit ich dieses Programm pushe, ich habe ja ein Buch rausgebracht und danach habe ich eine Medienagentur angestellt und denen auch über 6.000 Euro bezahlt. Ja, diese Medienagentur hat mir versprochen, dass sie in Verlage reinkommt, wie Focus, Bild, Bunte, keine Ahnung, wie sie auch alle heißen. Ja, all die namenhaften Verlage, Medien und auch Printpresse, also diese Magazine. Und nachdem sie das Geld einkassiert haben, war es dann plötzlich so, dass es nicht ganz so einfach ist. Okay, nicht so schlimm. Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, aber ich habe mir das System erklären lassen. Das System ist folgendes: Wenn du unbedingt jetzt sagst, ich will in die Bilanz kommen oder in die Magazine, die am meisten Exposure haben, die am meisten gelesen werden, von den meisten Leuten abonniert sind, dann ist es so, dass du 40.000 Euro bezahlen musst, damit du überhaupt einen Artikel in diesem Magazin ja, veräußern kannst. Aber Achtung, 40.000 Euro, du bist jetzt nicht im physischen Magazin drin, das ist das Online-Magazin, so quasi die zweite Anlaufstelle für solche, die sich das nicht leisten können, im eigentlichen Magazin überhaupt gedruckt zu werden. Im eigentlichen Magazin mit den meisten Auflagen können es sich nur wirklich die leisten, die tatsächlich viel Schotter haben, sehr viel Geld haben, um da rein zu investieren. So ein Einzelunternehmen, sogar eine GmbH, die kann es sich nicht dauerhaft leisten, eine durchschnittliche GmbH, da regelmäßig auch Beiträge zu drucken und zu verteilen, auch wenn sie noch so interessant sind, das ist ein Businessmodell. Verlege sind ein Businessmodell. Das bedeutet, du kommst gerne da rein, wenn du bezahlst. Und wer kann das bezahlen? Meistens sind das die Unternehmen, die richtig viel Geld haben, so Millionenbudgets haben für Werbung oder der Staat. Der Staat hat zwar kein Geld, aber nimmt dein Geld, um da rein zu drucken. Also letztendlich ist es so, dass diese Presse auch vom Staat mit Informationen gefüttert wird. Diese Artikel, diese Magazine nehmen ordentlich Geld vom Staat und von den großen Unternehmen. Die Reichen werden reich bleiben, die letztendlich sich das leisten können. Und die Kleinen, die auch was zu sagen haben, vielleicht auch interessante Produkte, Dienstleistungen oder Informationen anzubieten haben, die schaffen es nicht da rein. Okay? Nur damit du das weißt. Dasselbe ist auch beispielsweise bei YouTube. Euch fällt da bestimmt irgendwie ein, ja, diese YouTuber, die verdienen wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld. Tun sie nicht. Die meisten zumindest nicht. Die meisten haben nicht so diese Exposure, sie haben jetzt nicht diese Reichweite. Und wenn, dann verdienen sie irgendwo die guten YouTuber 2.000, 10.000. Ja, es gibt ganz wenige im deutschsprachigen Raum, die dann plötzlich über Hunderttausende reden können. Aber da gibt es Unternehmen,
die haben unglaublich viele Follower. Dazu zählt beispielsweise CNN, ARD, ZDF. Die haben unglaublich viele Follower. Ihr könnt mal auf Social Blade gehen und dort die einzelnen Unternehmen mal eingeben. Dann seht ihr auch, was der monatliche oder jährliche Umsatz ist von denen. Bei CNN ist der Umsatz locker bei 400.000 bis 1 Million. Okay? Und das bedeutet, neben dem, dass die sowieso Geld haben, weil die gefüttert werden von der Politik, von Großunternehmen, gefüttert werden für die Artikel, die letztendlich auch ausgestrahlt werden, ist es so, dass sie zusätzlich mit der Reichweite, die sie ohnehin schon haben, weil jeder Durchschnittspeter sich CNN zuerst mal abonniert, ist es so, dass die unglaubliche Reichweite haben und zusätzlich Geld damit generieren. Was machen sie dann mit dieser Reichweite? Sie versorgen dich mit den Informationen, die du hören, sehen und emotional spüren sollst. Das ist eine Meinungsbildung. Das ist eine Meinungsbildung. Und wieso wird das Ganze gemacht? Das hierarchische System will einfach geschützt werden. Die Leute an der Spitze, die wollen an der Spitze bleiben. Ja, ganz einfach. Und das bedeutet, an der Spitze bleiben wir nur, wenn das Fundament auch stabil ist. Das heißt, nicht zu viele nach oben kommen, weil dann müssen wir diese Macht, diese Kraft verteilen, und das wollen sie nicht. Deswegen werden wir immer weiter und immer wieder in eine tiefe Frequenz gestoßen, wo wir dann letztendlich um unsere, so dumm es sich anhört, obwohl es uns gut geht, kämpft jeder von euch mehr oder weniger um seine Existenz. Auf sehr hohem Niveau. Ja, es ist vielleicht so, dass du sagst, nee, ich habe ein Haus, Dach über dem Kopf, Auto, Essen. Ja, wie wäre es aber, wenn du jetzt 3 Monate lang kein Einkommen bekommen würdest? Dann ist es so, dass denn bei den meisten zumindest, ja, da brennt es in der Hütte. Das wäre katastrophal. Meine Mission ist es, dass ich möglichst viele, und ich weiß, am liebsten würde ich wirklich die ganze Welt verändern, damit die Menschen tatsächlich glücklich sind, aber ich weiß es, dass nicht jeder Mensch, nicht jeder Mann heute dafür gedacht ist, dass er sein Leben umkrempelt. Vielleicht Karma im nächsten Leben, übernächsten Leben, du kriegst deine Chance. Aber es gibt einige wenige, die spüren den Druck und wollen das Ganze nicht mitmachen. Die wollen daraus, die wollen ihre Energie, ihre Fähigkeiten auch richtig einsetzen, um aus diesem System rauszukommen. Und dann das Potenzial auszuschöpfen in jeglicher Hinsicht. Gesundheitlich wollen sie top oben mit dabei sein. Sie wollen beziehungstechnisch oben mitschwimmen. Sie wollen finanziell frei sein, beruflich erfüllt sein. Sie wollen eigentlich das gesamte Paket. Nur kommen sie irgendwo an. Ich will gerne, wenn dieses Programm startet, ich werde das so aufbauen und so kommunizieren, dass hoffentlich jeder sich findet. Und ich sage es einfach so, wie es ist. Wenn du nicht mitmachen möchtest, dann bist du entweder ein ignoranter Idiot, weil du einfach nur wartest, bis die Welt sich andersrum dreht, der Himmel sich öffnet und das Glück dir auf den Kopf fällt. Oder, nicht, dass du dich gleich angegriffen fühlst, du hast einen Plan. Du hast einen verdammt guten Plan. Dann ist es auch okay. Aber wenn du keinen Plan hast und ignorant nicht in die Handlung kommst, wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann verstehe ich das nicht. Wenn du unzufrieden bist, beziehungsweise nicht abwarten möchtest, bis dass dein Arsch auf Grundeis ist, da musst du reagieren, da musst du Verantwortung übernehmen. Und ich mache euch das Ganze einfach, wirklich so einfach, wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Ich weiß, die Hürde, wenn man die zu hoch setzt, dann ist es so, dass viele, viele überfordert sind, Angst haben, Geld auszugeben, sich zu verpflichten. Ich weiß es, ich werde dich genau da abholen, wo du bist. Aber wenn man sie zu tief ansetzt, ist es so, dass es für die meisten einfach keine Herausforderung ist, keinen Mehrwert bietet. Deswegen habe ich verschiedene Hürden aufgebaut. Und mir geht es darum, dass ich eben, wenn ich die 1000 Leute mal drin habe, will ich eine Mannschaft von 100 kompetenten, starken Männern. Ich will ein starkes, maskulines Netzwerk. Eine Familie, eine Bruderschaft, die für sich da ist. Hört sich gut an, ist aber nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Weil im Grunde genommen kann eine Runde von 10 Männern schon unglaublich vieles bewirken. Unglaublich vieles bewirken. Wenn diese Männer aber
sich gegenseitig vertrauen. Und das ist nicht so einfach. Heute ist es doch so, dass jeder sich überlegt, wer will mich verarschen, was, wenn das in die Hose geht, was, wenn er es nicht, sich nicht dran hält. Jeder hat ein gewisses Misstrauen in sich und in der Regel ist es auch so, dass diese Menschen und Männer sich selber nicht vertrauen, weil sie einfach nicht für diesen Krieg gerüstet sind. Klar, du gestehst dir vielleicht, ja, ich bin anders, ich bin diszipliniert, ich habe eine sehr hohe Arbeitsmoral, ich bin zuverlässig. Du musst es zuerst beweisen. Damit du in meine 100-Mann-Gruppe kommst, ist es nicht so, dass du einfach nur bezahlst. Geld kriegt dich da nicht rein. Keine Chance. Du musst die Kriterien erfüllen, die notwendig sind, dass du letztendlich in dieser Bruderschaft aufgenommen wirst. Ähnlich wie im Militär, wo du zuerst als Rekrut anfängst. Oder bei den Hells Angels, von denen habe ich eigentlich sehr hohen Respekt. Ich kenne einige Jungs, die da drin sind. Und da ist es nicht gleich so, dass du sagst, ich will bei euch mitmischen, kriegst eine Harley und danach kannst du dann halt mit denen mitfahren. Du bist zuerst Rekrut. Du fängst ganz unten an. Wieso ist das so? Und wieso mache ich das auch so? Ganz einfach, weil ich sicher gehen möchte, dass du tatsächlich die Werte hast, die notwendig sind, um in diese Gruppe reinzukommen. Dass du tatsächlich der Mann bist, der in diese Gruppe reingehört. In deine Familie, in deinen engsten Kreis lässt du auch nicht einfach jeden rein. Die müssen sich zuerst mal beweisen. Man muss zuerst mal ein Selektionsverfahren machen. Das kann man auf verschiedene Arten. Es fängt schon beim Preis an. Ja, bei den einen kann ich sagen, hey, 150 Euro. Und dann sagen die, ach, spinnst du, Geld ausgeben für sowas? Das zeigt, dass du noch nicht so weit bist. Und das kann man dann halt mit Aufgaben machen, bis dass die Leute dann übrig bleiben, die es gecheckt haben. Die tatsächlich sich aus dieser Matrix befreien wollen. Ich will, dass das Ganze tatsächlich ähnlich wie eine Familie ist. Überleg doch mal. Wenn du 10 Männer hast, kompetente Männer, die sich gegenseitig unterstützen, sich füreinander da sind. Das heißt, in jeglicher Hinsicht hast du eine Anlaufstelle. Im dümmsten Fall ist es so, dass wenn es deine Familie macht, dann macht das deine Bruderschaft auch. Die unterstützen dich. Ich weiß ganz genau, dass meine Jungs, wenn mir was passieren würde, sind die für mich da. Okay? Ich weiß es. Wieso? Weil ich auch für sie da bin. Wenn du jetzt eine Gruppe hast von 10 Männern, und ich spreche jetzt mal ein Problem an, wo die meisten haben, die es nicht schaffen, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ich habe kein Kapital. Kein Kapital. Ich schaff's nicht genügend Geld, bla bla bla. Wenn du 10 Leute hast und diese 10 Leute sich gegenseitig unterstützen mit 5.000, je 5.000 Euro für eine Geschäftsidee. Okay? Einer ihrer Brüder hat eine wahnsinnig gute Geschäftsidee. Und jeder schmeißt 5.000 Euro ran. Jetzt hat der Typ 50.000 Euro, um diese Geschäftsidee zu verwirklichen. Aber was, wenn diese Geschäftsidee nicht gut ist und das Geld verloren? Ja klar, das sind kompetente Männer. Die investieren nicht einfach so 5.000 Euro. Zuerst wird mal geschaut, wie viel ist hinter dieser Geschichte. Okay? Wie viel Potenzial ist da? Was sind die Gefahren? Ist alles durchdacht? Kann man dich unterstützen mit den eigenen Fähigkeiten? Kannst du Geld sparen, weil ich genau das biete, was du eigentlich suchst? Es ist ein Miteinander, es ist eine Unterstützung, eine Kooperation. Und jetzt hat der Typ mit der Geschäftsidee die Möglichkeit, 50.000 Euro in seine finanzielle Freiheit, in sein Unternehmen zu investieren und kann, wenn es gegeben ist, auch einem anderen das Ganze anbieten. Jeder unterstützt sich gegenseitig. Okay, bei Bedarf. Okay, das ist etwas, was ich mit meinen Jungs auch mache. Wenn sie mich brauchen, bin ich da für sie. Wenn ich sie brauche, sind sie da für mich. Denn zur Spitze kommst du nicht alleine. Schaffst du nicht. Und alleine an der Spitze zu sein, ist auch nicht lustig. Du willst ja zusammen wachsen, ja, es macht mehr Spaß, das Ganze. Zusammen ist das Leben einfach viel, viel interessanter und du hast da einen viel, viel regeren Austausch. Es macht mehr Spaß. Und wieso ist es jetzt so, dass man sagt, ja, aber wieso unterstützt du den Typen mit 5K? Auch hier eine Überlegung. Wenn du die richtige Gruppe hast, Vertrauen bei 100%, du hast sie über mehrere Monate gefiltert, getestet und jetzt sind sie endlich in dieser Gruppe.
dann ist es doch nicht so, dass die einfach nur selbstlos investieren, okay? Jetzt ist es so, dass sie sagen, okay, ich gebe meinen Jungs auch 5.000, okay? Da kommen die 50.000 zusammen und ich sage aber, ich will, dass nach einer Vorlaufzeit, ich schaue den Plan an, nach 6 Monaten, dass du mir über 2 Jahre lang 500 Euro zurückbezahlst, okay? Über 2 Jahre. Wenn der Typ eine gute Geschäftsidee hat und sagen wir mal 10.000 Gewinn macht, dann ist es so, dass er ja alles in allem für 10 Leute 500 Euro zurückgibt. Okay? Das sind pro Monat ist es dann so, dass er sagt, okay, ihr habt mir alle je 5.000 gegeben, ich gebe dir 500 zurück pro Monat, mal 10, sind es 5.000, die er zurückbezahlt von seinen 10.000 Gewinn. Bleiben ihm immer noch 10.000. Würdest du, sofern du kein eigenes Unternehmen hast, dieses Spiel machen? Du bekommst die Möglichkeit, dein eigenes Unternehmen aufzubauen, hast die finanziellen Mittel. Dafür verpflichtest du dich jetzt einfach, von diesen 10.000, 5.000 über 2 Jahre an deine Jungs zu geben, die dich finanziell unterstützt haben und dir überhaupt diese Möglichkeit gegeben haben. Wenn du es nicht machst, bist du dumm. Bist du einfach nur blöd. Okay, dann hast du ein Mangeldenken und sagst, ja, bestimmt nicht, ist doch mein Geld. Nein, sie haben es dir ermöglicht, sonst hättest du das Kapital nicht gehabt. Okay? Und jetzt ist es so, dass für mich, wenn ich jeden Monat 500 zurückbekomme, sind das 6.000 im Jahr. Wenn ich das über 2 Jahre mache, habe ich einen Profit von 120%. Seht ihr, was passiert? Es ist ein Win-Win-Win-System. Win-Win-Win. Wenn wir es nicht machen, was habt ihr das Gefühl? Ist es so, dass der Staat kommt und dir finanzielle Unterstützung gibt, damit du selbstständig wirst? Nein. Musst du dir das mühsam ansparen? Wie viele von euch haben das geschafft? Wie viele Jahre willst du aufwenden, wo du endlich mal ein Startkapital hast und dann plötzlich, weißt du, es ist auch nicht so einfach, das zu investieren, wenn du es mal mühsam angespart hast. Okay? Aber wenn du eine Community hast, von Leuten, die sich auskennen, Unternehmer sind, sich gegenseitig unterstützen. Der eine ist Anwalt, der andere ist im Marketing, nochmal eine andere ist vielleicht Verkäufer und die testen das Ganze und entsprechend, wenn du das hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es läuft, sehr groß. Was, wenn es nicht anläuft? Was, wenn er statt 10.000, 7.000 verdient? Das ist eine Bruderschaft. Mir doch scheißegal, ob das in 2 Jahren zurückbezahlt wird oder in 5 Jahren zurückbezahlt wird. Aber wenn es ein Bruder ist, wird er es zurückbezahlen. Ich habe mein Geld und mein Gewinn sowieso draußen. Wenn ich dieses Spiel dann mache mit meinen 10 Jungs, dann ist es so, dass ich 50.000, kann ich 10 Leuten 5.000 geben. Okay? Und wenn dieses Spiel aufgeht, bin ich Unternehmer, ich bin überall beteiligt, habe regelmäßig Geld, was reinkommt, macht Gewinn. Sie sind glücklich, ich bin glücklich, jeder ist glücklich. Okay? Seht ihr, wie das Ganze funktioniert? Wie es die Reichen machen? Okay, das geht. Der einzige Grund, wieso du das nicht machen kannst, ist, du vertraust nicht mal deinem eigenen Bruder. Okay, ich rede jetzt in den Familienverhältnissen. Du vertraust nicht mal deinen besten Freunden. Du vertraust nicht mal dir selbst. Deswegen ist es so, dass es verdammt schwierig ist, einfach aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und wir kriegen das hin, dass du Ebene für Ebene genau die richtigen Informationen, Aufgaben bekommst, Herausforderungen bekommst, damit du dich qualifizieren kannst, letztendlich in diese Gruppe, wo dann jeder auch die Möglichkeiten hat. Klar, in dieser Gruppe, das sind kompetente Männer. Also da kommst du nicht einfach rein, wenn du sagst, hey cool, Venture Capital, ich habe eine gute Geschäftsidee, will mich da einloggen und die sollen mir dann jeweils Geld geben, damit ich da mein Unternehmen starte. Nee. Dann bist du selber ein Mitinvestor. Du hast dich so hoch gesteigert, wir haben dich so weit gebracht, dass du in der Lage bist, selber deinen Beitrag zu leisten. Dein 2.500, 1.000, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Ja? Dasselbe kann man auch in Sachen Beziehungen jetzt anfangen und sagen, okay, da bekommst du Tipps von kompetenten Männern. Dasselbe kann man in puncto Gesundheit sagen. Da ist es auch so, dass du Unterstützung bekommst. Das ist ein Beispiel, wie man zusammen stärker ist.
Okay, es geht jetzt nicht darum, dass wir da Venture Capitalist, Kapitalisten, Venture Investoren werden, das heißt Geld sammeln und untereinander verteilen, gar nicht. Aber wenn es gebraucht wird, die Möglichkeit da ist, die Geschäftsidee gut ist, dann ist es so, dass wir eine Win-Win-Position, Win-Win-Geschichte draus machen. Okay, das ist, wie eine Bruderschaft funktioniert. Man unterstützt sich gegenseitig, damit man allesamt nach oben an die Spitze kommt. Und man muss ultra vorsichtig sein, wen man in diese Kreise überhaupt reinlässt. Deswegen ist es so, dass unser Programm ganz spezifisch sein wird, wo du genau da abgeholt wirst, wo du eigentlich stehst. Gut. Okay, sehr schön. Lass uns das mal schauen. Warum ist der Coaching so teuer? Das hat Hedef Turan geschrieben. Hedef, aus deiner Perspektive ist es teuer, weil du es dir nicht leisten kannst. Warum ist ein LaFerrari teuer? Warum? Weil es nicht für den Otto-Normalverbraucher gedacht ist. Das ist ein Auto für Multimillionäre. Deswegen ist es teuer. Wieso ist ein Coaching teurer als andere? Weil man somit die Leute auch aussondern möchte, die nicht davon profitieren können. Im Übrigen, mein Coaching ist nicht teuer. Es ist preiswert. Ja, absolut. Aber ich verstehe es auch, wenn du zum Beispiel wirklich ganz, ganz weit unten bist. Nehmen wir jetzt einfach mal 19-Jährigen. Okay, 19-Jährigen, der steht noch gar nichts wo im Leben, will aber trotzdem vorwärts kommen, hat nicht den Mindset, den es braucht, um vorwärts zu kommen, nicht die Möglichkeiten, den muss man da abholen, wo er ist. Und da kannst du nicht einfach sagen, okay, das kostet dich jetzt monatlich ein Tausender oder 5.000 im Jahr. Das kannst du nicht, weil der kann sich's nicht leisten. Der sieht das nicht, das ist zu weit, alles ist zu teuer für den, ja. Wenn ich dem sagen würde, es kostet dich monatlich 300 Euro, das ist auch zu teuer für den. Deswegen muss man die genau da abholen, wo sie sind. Das, was ich mache, wird euch genau da abholen, wo ihr seid. Aber ihr müsst das große Bild vor Augen haben. Das ist eine Heldenreise, die ich mit euch machen möchte. Da haben wir was für Sklaven, für den Krieger, für den Helden bis hin zur obersten Klasse. Averso schreibt absolut richtig, wir werden vom Fernseher total verarscht. ARD, ZDF zeigen nur einseitige Nachrichten und klauen dir das ganze, das Geld, ja, das GZ, die Gebühren. Ist so. Und das wird sich tatsächlich nicht verändern, da kannst du nicht mitmischen, weil die so viel Geld da reinpfeffern, um dich programmiert zu halten. Wenn es irgendetwas in dir auslöst, weißt du, so, wenn ich die Sachen, die ich sage, wenn du irgendwo das Gefühl hast, ja, aber das ist schon ein bisschen sehr extrem und zu Aluhut, das ist deine Programmierung. Das ist deine Programmierung. Ansonsten, was gibt es für einen Grund, dass du es nicht geschafft hast, vielleicht mit 30, Mitte 30, dass du ein eigenes Haus hast, abbezahlt, ja, dass du ein fantastisches Leben genießt, indem dass du 180 Tage im Jahr arbeitest und danach auch ein bisschen reisen kannst und das Leben genießt. Geht doch nicht. Ist doch viel zu teuer. Der Markt. Das ist alles Absicht. Das wird gesteuert, liebe Freunde. Es ist nicht so, dass es nicht möglich wäre. Überleg dir doch mal, wenn du heute aufstehst und zur Arbeit gehst und 8 Stunden bei der Arbeit bist, hast du 4 Stunden lang für die Steuerbehörde gearbeitet. Mindestens. 1 Stunde hast du gearbeitet, damit du tanken kannst und das Essen, die Mehrwertsteuer etc. dort bezahlst. Du arbeitest wie ein Sklave. Du wirst, und das hindert dich. Sofern du nicht den Sprung schaffst, den ultra schwierigen Sprung von der oberen Mittelschicht in die Oberschicht, das wurde erschwert, dieser Sprung, das schaffst du nicht einfach so, alleine sowieso nicht, dann ist es so, dass du einfach ein gutes Leben haben kannst, was meistens auch ein Fluch ist. Das gute Leben wird irgendwann langweilig. Und dann fehlt dir der Sinn und der Spaß im Leben. Du solltest eigentlich fast schon, linear will ich nicht sagen, aber du solltest wachsen, ständig wachsen, bis du 30, 40, 50, 70, 80 bist.
ein ständiger Wachstumsentwicklungsprozess. Die meisten von uns hören auf zu wachsen Mitte 20, dann kommen sie in das Hamsterrad und das Leben wiederholt sich. Du wirst jedes Jahr ein Jahr älter, aber nicht ein Jahr reifer. Du wächst nicht um ein Jahr. Es ist nicht plötzlich so, du hast vielleicht mehr Sachen, ja, okay, verstehe mich richtig. Ja, unter Umständen hast du neue Klamotten. Das ist kein echter Wachstum. Du solltest im Grunde genommen das Leben so richtig auskosten, wie eine Zitrone pressen können, dass du irgendwann mal sagst, so, alles gesehen, alles erlebt, wenn ich jetzt gehe, ist auch okay. Okay? Die meisten von uns haben Angst vorm Tod, weil sie nicht wirklich gelebt haben. Robert, danke für den Chat. Herzlichen Dank. So, für die Reichweite, die Vision und die kommende Bruderschaft. Klasse. Tarantula, hört sich fast nach einer Sekte an, mit dir als Alpha-Guru. Irgendwie hast du mir als Fitness-Coach und Hormonexperte besser gefallen. Ja, das ist absolut, absolut okay, wenn du das so siehst. Wenn ich die Sekte bin und alle anderen, die da draußen sind, einfach eher so die Normen darstellen und du dazu gehören möchtest, absolut okay. Absolut okay. Es ist eine Familie. Es ist Sekte. Du kannst sagen, was du willst, ja. Und das wird auch kommen. Wahrscheinlich werden die Leute dann sagen, ja, das ist eine Sekte oder sonst irgendwie. Mir scheißegal. Echt scheißegal. Die Leute, die nicht mitwachsen wollen, die sind mir echt scheißegal. Echt scheißegal. Ich bin nicht da, um die Leute zu überzeugen. Ich bin da, um die Leute mitzunehmen, die tatsächlich das Feuer in sich spüren. Selber auch rauskommen wollen, weil sie gespürt und gemerkt haben, dass das System nicht für sie ist, sondern gegen sie. Und die, die sich dagegen wehren sollen, alles klar, alles gut, bleib da, wo du bist, ich habe nichts dagegen. So, hi Coach, was ist mit Leuten, die nur im Monat 100, 200 Euro haben für Sachen, werden die auch abgeholt von da, wo sie sind? Ja, Khan, werden sie. Aber es ist auch immer so eine gewisse Aufnahmeverfahren, wenn du wenn jemand einfach nur geizig ist, ja, und einfach nur so wenig bezahlen möchte wie möglich und maximal was profitieren möchte. Es geht nicht um die Möglichkeiten, er ist einfach nur geizig. So einem kann man nicht helfen. Wenn du diesen Mindset hast, jemand, der so dieser Aufgeber ist, dem kann man das Gewinnen nicht beibringen. Dem kannst du Coaching, Informationen, Unterstützung, Geld, einen Mentor zur Seite geben. Ein Aufgeber wird eines damit machen, er wird aufgeben. Solche Menschen wollen wir nicht. Und von solchen Menschen solltet ihr euch auch fernhalten. Berka, ich finde lediglich die Aussage kritisch mit, ist deine Bruderschaft, ist doch egal, ob 2 oder 5 Jahre. Ja, aber was ist, wenn seine Idee floppt? Dann bleibt man ja auf dem Geld sitzen. Aha, du redest das Finanzielle an. Schau, dass sie floppt, hat entweder mit der Idee selber zu tun, die ja kritisch beäugt wird. Investoren investieren nicht einfach in etwas. Also wenn das Ganze wirklich gute Aussichten hat, dann wird investiert. Einziger Grund, wieso das es floppen könnte, ist, wenn der Typ keinen Einsatz bringt, nicht kompetent genug ist. Und solche Leute kommen nicht in die Gruppe rein. Okay? Die kommen, die haben ja schon diese ähnlichen Werte. Okay? Die haben die ähnliche Arbeitsethik. Das sind Soldaten, die ähnlich sind wie du selber. Und entsprechend ist es so, dass Vertrauen da ist. Und die Unterstützung bekommen sie ja auch. Also, dass es dann nicht klappt, ist sehr, sehr unrealistisch. Ja, einen gewissen Touch von Fight Club. Absolut. Fight Club ist ein geiler Film. Das Ende war ein bisschen komisch, aber ansonsten hat schon was. Wir sind so in etwa in der Richtung, wir wollen alles legal machen, dass ihr auch das versteht. Wir wollen das Spiel nach den Regeln spielen. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie das Gesetz biegen oder sonst irgendetwas. Alles absolut offene Karten, legal. Wir wollen einfach die Kraft der Gruppe nutzen, die wir ansonsten alleine nicht haben. In jeglicher Hinsicht ist es so, dass du dich gegenseitig unterstützen und auffangen kannst, wenn du nicht ständig alleine kämpfen musst. Ja, die Tati findet es schade, dass es nur als Jungsgruppe geplant ist. Ja, kann ich verstehen. Ja, Frauen verändern die Dynamik. Und ehrlich gesagt ist es auch so, dass wir
hier in den Krieg ziehen. Und im Krieg wollen wir keine Frauen haben. Die Ethik, die Arbeitsmoral ist von Frauen ist grundsätzlich verschieden. Ich weiß, es gibt Frauen, die haben eine höhere Arbeitsmoral als manche Männer, aber wenn man als Gesamtes sprechen kann, ist es halt so, dass wir wirklich solche Typen brauchen, die wissen, worum das es geht. Sie müssen, die haben keine andere Wahl. Männer müssen die Bürde der Leistung aufrechterhalten bis ans Lebensende. Und da kann man nicht einfach sagen, oh, da mischen wir noch ein bisschen Frauen rein, die da eigentlich nicht unbedingt müssen. Sie können. Nein, das würde die Moral verändern. Ha. Wie kann man so eine Message an seine Mitmenschen weitergeben? Wenn ich solche Sachen meiner Freundin erzähle, schauen die mich alle komisch an. Ja. Auch das ist ein Teil vom ganzen Programm. Unter Umständen musst du deinen Freundeskreis auswechseln. Ja. Die Freunde, die haben einen unglaublichen Einfluss auf dich. Du musst schauen, wir geben die Möglichkeit, die mitzunehmen. Es gibt verschiedene Tests, wie man die mitnehmen kann. Okay? Die wollen, sollen mitkommen, unbedingt. Ja? Die müssen geprüft werden. Aber wenn die tatsächlich einen Anker darstellen oder ständig dagegen sind, dann musst du das Umfeld wechseln. So, zum Frankfurt-Seminar. Wir werden zuerst es sind keine nicht super viele Plätze in Frankfurt. Das ist ein edles Hotel. Wir haben ein ganzes volles Programm und dafür werden wir zuerst die VIP-Tickets verkaufen. Wenn du mit dabei sein möchtest, werden wir nachher unter diesem Video einen Link posten. Da kannst du dich mal einschreiben, dass du Interesse hast. Und dann werden wir zuerst, wie gesagt, die VIP-Plätze füllen. Und danach ist es so, dass wir euch ja auch Bescheid geben, wenn es jetzt auch Tickets gibt, mit denen wir den Saal halt noch ein bisschen ergänzen wollen. Wir sind Männer und stehen dazu mit jedem Haar auf der Brust. Gefällt mir. Wie lange dauert es, als Coach erfolgreich zu werden? Liegt an dir. Du kannst ja innerhalb von einem Tag erfolgreich sein. Kommt drauf an, wie du Erfolg definierst. Sedik, Coach, ich bin 24 Jahre alt und topfit im Fitness. Bin in der Waffenindustrie. Wie kann ich mich noch in diesen Start trotz guten Gehaltes erweitern? Ich weiß nicht, ob das ein staatlicher Job ist bei dir. Auch wenn es ein geiler Job ist und dir Spaß macht und du vorwärts kommst, gut Geld verdienst, würde ich wahrscheinlich dir auch empfehlen, dass du dich irgendwann mal, sofern es in deiner DNA ist, um ein Side-Hustle und eine gewisse Selbstständigkeit kümmerst. Würde ich empfehlen. Einfach, weil du dann nicht abhängig bist von irgendjemandem, der dir sagt, wir können nicht, wir wollen nicht und du bist draußen oder drin. Du bist abhängig. Ja. Das ist eine. Alibaba, was ist, wenn sich in der Bruderschaft doch Egoisten handelt? Der Mensch ist als Wesen gierig. Nein, das kann nicht passieren, weil die Selektion ist so gemacht, dass sich die nicht einfuchsen können. Nicht einfuchsen, wenn Menschen verändert sich nicht, aber mal angenommen ist es so, dass jemand wirklich, das zeigt aber schon mal, wie du denkst, ja, lieber Ali, also nicht persönlich, aber das zeigt schon mal, wie du denkst. Nein, solche Leute werden am Anfang ausgefiltert, geht nicht. So, Berkay hat, ich habe null Freunde, kein Sozialleben und generell keine sozialen Kontakte. Ist das sehr schlimm? Ja, das ist nicht unbedingt. Sprich nicht für dich. Wenn du ein super Typ bist, ja, hilfsbereit bist, kompetent bist, ja, dann ist es ja so, dass man dich gerne im Umfeld haben möchte. Außer du bist ultra misstrauisch, hast einen ganz verkehrten Freundeskreis bzw. ein Umfeld, dann kann ich es ja auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Aber ansonsten würde ich das schon ein bisschen hinterfragen, wieso das bei dir so ist. Als Selbstständiger ist man doch abhängiger denn je als Angestellter.
kann man abhauen, wenn man will. Und als Selbstständiger kannst du nichts so einfach. So ein Quatsch, so ein Quatsch. Also, ich bin selbstständig seit gut 20 Jahren, über 20 Jahren eigentlich. Also, ich hatte zwischendurch einen Abstecher in die Bankenwelt, aber vorher war ich selbstständig und danach, seit 2011, bin ich wieder selbstständig. Als Angestellter ist es so, dass du eigentlich vom Teller mitfrisst, was dein Arbeitgeber halt entsprechend mitproduziert. Als jemand, der selbstständig ist, bist du verantwortlich. Okay? Du bist abhängig von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung, von, ich sage jetzt mal, deiner Geschäftsidee, Konkurrenz etc. Eine gewisse Abhängigkeit ist immer da. Aber ich kann immer noch, wenn ich zum Beispiel sage, hey, die Teuerung, die ist jetzt unglaublich hoch, okay? Die geht jetzt um, weiß nicht, das Geld nimmt um 20% an Kaufkraft ab. Ich kann meine Preise hochschrauben, okay? Nicht jeder kann es dann zahlen, aber ich kann es hochschrauben und mich auf eine Art und Weise retten. Du als Angestellter wirst nicht eine Lohnanpassung bekommen, die annähernd der Inflation sich nähert. Also, ich sehe schon, viele sprechen diese Bruderschaft an. Das ist meine Mission, das hat es echt in sich. Will ich heute jetzt nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, das Ganze wird mit der Zeit lanciert. Das ist ein Step-by-Step-Programm. Nehmt euch einfach die Heldenreise als Beispiel. Und je nachdem, wenn du ein Sklave bist, wirst du als Sklave eingestuft. Wenn du ein Held bist, wirst du als Held eingestuft. Okay? Das sind gewisse Parameter. Da musst du deinen Stolz runterschlucken. Ja? Da musst du auch entsprechend bereit sein zu lernen. Aber das ist der einzige Weg, wie du hochkommst. Und wenn du es schaffst, tatsächlich an dem Punkt zu kommen, wo du sagst, hey, cool, jetzt habe ich wirklich alle Möglichkeiten, alle Fähigkeiten. Ich weiß jetzt, wie ich navigieren muss. Dann wartet etwas ganz Großes auf dich. Liebe Freunde, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Euer Coach. Macht's gut.